Grüß Gott und herzlich willkommen an der Diplomatischen Akademie. Exzellenzen, meine Damen und Herren, es ist eine Freude, so viele bekannte Gesichter heute bei diesem Anlass 30 Jahre Republik Slowenien zu begrüßen. Besonders freue ich mich, so viele Botschafter hier zu begrüßen. Wir hatten lange nicht mehr die Gelegenheit, uns physisch zu sehen. Und diese Akademie ist vielleicht ein ganz guter Platz, um wieder in ein normales, auch diplomatisches Leben zu kommen. Daher die Anregung der slowenischen Botschafterin, hier diese Veranstaltung zu machen, habe ich sehr, sehr gerne aufgenommen, weil wir alle, und ich glaube, Slowenen und Österreicher tun das beide, auch eine Neigung haben, neben der Selbstreflexion auch über andere zu sprechen. Und das ist, glaube ich, ein guter Anlass, um das hier zu tun. Wir haben zwischen Slowenien und Österreich so viel an gemeinsamen Problemen, dass ich sagen würde, wir sind eine sehr typische Nachbarschaft. Wir sind eine Nachbarschaft, wie sie sein muss, mit Problemen, weil wir eben so viel gemeinsam haben. Und ich denke, das wird eines der Themen sein, das auch in der Podiumsdiskussion über diese 30 Jahre besprochen wird. Ich möchte aber auch zur Begrüßung sagen, es hat sich so viel positiv verändert in diesen 30 Jahren, auch im Verhältnis zwischen Slowenien und Österreich. Österreich hat sich tatsächlich bemüht, am Beginn dieser 30 Jahre zu unterstützen. Es hat sich bemüht, wenn es um den Beitritt auch zur Europäischen Union ging. Und ich denke, auch jetzt in der Pandemie, trotz aller Probleme, wo wir denn die Touristen wann hinschicken dürfen, glaube ich, verstehen wir einander und finden Wege, um das zu tun. Und als besonderes Beispiel möchte ich den kürzlichen Besuch von drei Außenministern in Tirana und in Skopje erwähnen, wo der slowenische, der österreichische und der tschechische Außenminister gemeinsam aufgetreten sind. Ich hätte vielleicht sie nicht als drei Musketiere bezeichnet. Für mich wäre das gerade beim Westbalkan-Kontext etwas zu französisch gewesen. Bitte um Entschuldigung, Herr Botschafter. Ich denke also, wir haben genug zu besprechen, wenn es hier um diese 30 Jahre, aber vor allem um die Zukunft geht. Und ich selbst bin Historiker und an einem Ort wie der Diplomatischen Akademie denkt man natürlich auch immer an die Geschichte dieses Raumes. Und am Beginn dieser 30 Jahre erinnere ich mich gut, dass ich oft nach Ljubljana eingeladen war, um denn darüber nachzudenken, gemeinsam mit Freunden aus Slowenien, in welche Richtung Slowenien schaut. In welche Richtung schaut Slowenien in Europa? Und ich habe gesagt, das Besondere an Slowenien ist immer, dass es in drei Richtungen schauen kann. Slowenien hat diese mitteleuropäische Ausrichtung, da sind wir irgendwie im Weg, nein, pardon, die Alpen im Wege. Es hat diese mediterrane Ausrichtung und es hat diese Balkanausrichtung. Und das Besondere ist, in allen drei Richtungen haben sie in diesen 30 Jahren sehr viel geleistet, auch in Slowenien. Und wir sind als Österreicher eben hoffentlich ein Teil davon, auch bei dieser Ausstattung. Und ich finde, weil wir oft über Symbole reden, und das ist ja auch bei diesem Anlass, glaube ich, wichtig, es gibt schon einige Symbole, die uns verbinden. Und ich denke jetzt nicht an den Bienenstock, Frau Botschafterin, den Sie der Wiener Landespolizeidirektion geschenkt haben. Ich hoffe, dass nicht viele slowenische Bienen österreichische Polizisten stechen werden. Sondern ich denke daran, dass sie etwas nicht weggeworfen haben. Sie haben etwas nicht weggeworfen, was in Ljubljana sehr lange, nach ungefähr 60 Jahre gestanden ist, das Denkmal vom Feldmarschall Radetzky. Was wurde gemacht in Ljubljana im Tivoli-Park? Es wurde entfernt Ende 1918, mit guten Gründen wohl damals, aber es wurde nicht zerstört. Es steht nach wie vor im Museum, im Stadtmuseum der Stadt Ljubljana. Und was noch wichtiger ist, glaube ich, für unsere Nachbarschaft ist, das Podest, auf dem der Feldmarschall stand, steht immer noch an seiner alten Stelle im Tivoli-Park. Und wir brauchen hier in unserem mitteleuropäischen Raum die Tatsache, dass wir Podeste nicht immer wegräumen sollten, weil wir sie wieder brauchen werden in Zukunft. Und in dem Sinne denke ich, die 4 Jahre, Frau Botschafterin, auch die Sie hier verbracht haben, waren schon etwas Besonderes.
weil wir nicht oft Botschafter haben, die solche Fragen sehr offen ansprechen und die bereit sind, auch auf die Probleme hinzuweisen und überzeugt sind, dass eigentlich das für den Dialog wichtiger ist als nur der Sonnenschein. Ich freue mich, dass wir diese 4 Jahre hier gemeinsam verbringen konnten. Ich hoffe, die Diplomatische Akademie war Ihnen auch eine Hilfe bei Ihrer Arbeit hier in Wien. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und ich wünsche uns für die Beziehungen zwischen Slowenien und Österreich alles Gute und freue mich auf die Podiumsdiskussion, die wir hier abführen dürfen. Danke vielmals. Pozdravljeni prijatelji Slovenije, pozdravljeni kolegi v Diplomatski akademiji na Dunaju. I would like to welcome you all, my friends, my colleagues, friends of Slovenia, to Diplomatic Academy of Vienna for the round table about the 30th anniversary of Slovenian independence. I know that you know our history very well, because you are all the friends of Slovenia, and you will hear much more about it later with our wonderful panelists. But I always tend to remember our referendum in December of 1990, where over 95% of Slovenians voted for independence. From the side of position and from the side of opposition, everybody was voting, not everybody, I'm not being exact, over 95% of people were voting for independence. It was, beside the civil society, also the great will of politicians. This year is specifically important for us because it's already 30 years since then, but there is more importance in this year because we also have our second presidency. We are going to start it, second presidency of the Council of the EU. We start on the 1st of July, and we will try this time, as we did the first time, to do the best as we can for our Europe, but also for the whole world, because we have all the same dream of a better world, and hopefully very soon without COVID. But today is not about me. Today is about our panelists, and I will let Ambassador Škrilec to introduce our panel. Thank you very much. Dobar dan, guten Tag, liebe Kollegen, Botschafter, dragi prijatelji, veleposlaniki, kolegi, sehr geehrte Damen und Herren, spoštovane gospe in gospodje, dear colleagues, I hope everybody will understand what we are going to talk about today. And of course, the panelists, but I will introduce them and give them the floor in a very little while. Barbara Jokl, for those who don't know her, die Botschafterin Jokl ist meine Kollegin und unsere ständige Vertreterin bei UNO und OSZE. Und wir haben in dieser Zeit exzellent zusammengearbeitet. Es gibt einen Spruch auf Slowenisch, Vaslogi je moč, und das haben wir versucht auch hier in Wien in die Tat zu setzen. Zuerst lassen Sie mich, dass ich mich bei dem Direktor der Diplomatischen Akademie bedanke für die Zusammenarbeit, die all diese 4 Jahre schon früher, und ich hoffe, es geht weiter, geführt haben. Mein erster größerer Auftritt war an der Diplomatischen Akademie. Damals haben wir über Slowenien hier gesprochen, über meine Ziele. Die Zusammenarbeit geht auch weiter mit der Diplomatischen Akademie und der Slowenischen Diplomatischen Akademie, die inzwischen ins Leben gerufen worden ist im Außenministerium. Dazu wünsche ich auch noch viel Erfolg. Also Slowenien hatte hier immer Raum gefunden für die Reflexion über selbst,
über Österreich, über unsere gemeinsame Zusammenarbeit in der Vergangenheit und in der Zukunft und im Rahmen der Europäischen Union. Und dafür ist der Beweis auch der heutige Tag. Weil wir aber auch feiern, wir feiern 30 Jahre Slowenien und diese Feier wird durch das ganze Jahr gehen. Nächstes Jahr wird man dann 30 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Slowenien und Österreich feiern. Also wir finden immer etwas zu feiern. Auch für die, die das nicht wüssten, in diesem Jahr ist Slowenien die gastronomische Destination Europas. Das zeigen wir Ihnen dann anschließend beim Empfang. Und hier möchte ich mich für die exzellente Zusammenarbeit bedanken bei slowenischer touristischen Organisation und Leiterin Jana Marian. Natürlich bedanke ich mich bei allen Mitarbeitern, aber das kommt dann später. Bienen wurden angesprochen. Nein, sie stechen die österreichischen Polizisten nicht. Für die, die das nicht wissen, Slowenien hat vor der Mitgliedschaft in der EU eine extra Aussage gemacht. Das ganze Slowenien ist Karnika-Bienen-Schutzgebiet. Und das ist auch Kärnten, Steiermark, das verbindet uns. Und auch in Wien leben, sind die Karnika-Bienen geschützt. Aber die machen dann den Polizeibienenhonig. Das haben wir, um zu zeigen, dass die Polizisten unser Leben versüßen. Und bei Denkmälern. Jemand hat mir heute gesagt, es ist Slowenien-Tag heute, Slowenien-Woche eigentlich. Wir hatten eine Veranstaltung über Alma Karlin. Wir haben uns in diesen 4 Jahren bemüht, auf die Gemeinsamkeiten hinzuweisen. Wir haben ein Buch mit den wichtigen Persönlichkeiten, die uns verbinden, herausgegeben. Das können Sie sich dann später nehmen. Wussten Sie das, heißt es. Wir wussten auch nicht vieles, was wir dann erforscht haben. Morgen, dank dem Bürgermeister Ludwig und auch seinem Verstehen, wie wichtig die Denkmäler sind, werden wir den Denkmal für, also Gedenktafel, keine Tafel, weil das ist auch kein Grabmal, für Jerne Kopitar, den wichtigen Slawisten, der nicht nur für Slowenistik wichtig war, der ist wichtig auch für Slawistik. Und die Serben ehren ihn mehr als die Slowenen, weil er wurde vom Prešeren ein bisschen überschattet. Das geschieht morgen im St. Marks Friedhof. Und das ist auch ein guter Zeichen für unsere exzellente Zusammenarbeit und Verständnis und Verstehen. Aber jetzt war ich schon zu lange. Ich gebe das Wort an das Panel. Der wird geleitet von Stefan Wospernik, stellvertretender Ressortleiter bei APA, mit den Gästen, und ich grüße Sie alle, und es ist wirklich unsere große Ehre, dass Sie heute dabei mit uns sind. Sie waren aber mit uns auch vor 30 Jahren. Ich kann es nicht genug betonen, wie wichtige Rolle Österreich beim Prozess der slowenischen Selbstständigkeit gespielt hat. Aber das werden wir hören mit dem ersten Ministerpräsidenten von der Republik Slowenien, Lojze Peterle. Dobar dan, gospod Peterle. V čast mi je in vsem nam, veseli smo, da ste lahko danes tukaj med nami in da prispevate k refleksiji ne samo o naši skupni preteklosti za Avstrijo, o preteklosti Slovenije, o dogodkih, ki so pripeljali do neodvisnosti Slovenije, temveč tudi o naši skupni prihodnosti.
Herr Peter Le war auch Außenminister und europäischer Abgeordneter. Es freut mich sehr, dass mit uns auch Erhard Buzek ist. Mit IDM haben wir in diesen 4 Jahren auch zusammengearbeitet. Er war Vizekanzler an dem Zeitpunkt, als Slowenien für die Unabhängigkeit kämpfte. Er war auch Minister für Wissenschaftsminister. Werner Fasselabend, damals Verteidigungsminister, und heute ist er unser guter Partner. Slowenien führt in diesem Jahr und im nächsten Jahr die Kontaktbotschaft für NATO in Österreich. Und da ist das Institut, Austrian Institute for Europe und Sicherheitspolitik, ein wichtiger Partner. Wolfgang Petritsch, nicht nur Kärntner Slowene und hoher Repräsentant in Bosnien-Herzegowina, sondern auch Diplomat, Kollege und damals im Kabinett, Mitarbeiter im Kabinett des Kanzlers. Maria Schkow, Kärntner Slowenin, Rechtsanwältin, Europarechtsexpertin und Mitarbeiterin der Kanzlei Grilz-Schkow-Vogue. Anschließend sind Sie gerne eingeladen zum Empfang. Und ich wünsche Ihnen eine aufregende Stunde. Dankeschön. Ja, danke, Frau Botschafterin, für die Vorstellung des Panels. Ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen hier im Saal. Ich höre, das ist die erste Präsenzveranstaltung, die an der Diplomatischen Akademie stattfindet nach dieser langen Corona-Zeit, und natürlich auch diejenigen, die diese Diskussion über Livestream verfolgen. 30 Jahre slowenische Unabhängigkeit, das ist jetzt nicht so ein Jubiläum wie ein silbernes oder ein goldenes Jubiläum, aber wenn man das auf eine menschliche Dimension umlegt, dann ist 30er schon was ganz Besonderes. Denn jeder von uns, der schon 30 Kerzen auf der Geburtstagstorte ausblasen durfte, weiß, dass das ein ganz wichtiger Einschnitt im Leben ist. Man ist da offiziell nicht mehr jung. Man zieht Bilanz, man schaut sich an, was hat man erreicht im Leben und was will man noch weiter erreichen. Ich würde gerne die erste Runde starten mit einer Frage an die Diskussionsteilnehmer, dass Sie kurz vorstellen, was Ihre persönliche Beziehung ist zur Unabhängigkeit Sloweniens, wie Sie den 25. Juni 1991 und auch die Zeit davor und danach erlebt haben, und würde gerne den Herrn Ministerpräsidenten Peter Le bitten um seine Erinnerungen. Danke. Exzellenza, dragi prijatelji, gospodin, gospodje, lieber Erhard und Werner, es fehlt ein gewisser Alois hier heute, Alois Mock nämlich, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Stunde mit euch teilen darf. Ich habe nie geträumt, ich muss Ministerpräsident sein oder ich werde Ministerpräsident. Aber meine Partei, die slowenische Christdemokraten, haben gewonnen und so musste ich ins Wasser springen. Und ich bedauere das nicht. Aber alles war nicht so einfach, obwohl wir in der jugoslawischen Verfassung einen ganz klaren Artikel hatten, also in dem stand Selbstbestimmungsrecht ganz offen angeboten, sag mal so, aber später nicht berücksichtigt, weil wir wollten alles in ruhiger Weise realisieren, aber die Zentralmacht in Belgrad, besonders die jugoslawische Armee, war nicht dafür. Also an dem Tag, an dem meine Regierung ausgewählt wurde im Parlament,
hat die jugoslawische Armee slowenische territoriale Verteidigung fast völlig entwaffnet. Also ich habe begonnen, diese meine Verantwortung, also entwaffnet. So, wir haben damals ganz gut verstanden, dass der Beginn des Krieges bedeutete. Und darum haben wir am nächsten Tag schon die Verteidigungsvorbereitungen begonnen. Viele hochkarätige Besucher, die uns besuchten, haben uns gesagt, ich summiere, träumt euch nicht zu viel, seid Realisten. Es gibt keinen Platz für noch einen kleinen Staat. Niemand wird euch unterstützen. So hat auch Ministerpräsident Markovic gesagt. Und wir standen am 26. Juni alleine mit einigen Freunden auf dem Turk Republik, auf dem Platz vor dem Parlamenten. Da waren einige Freunde aus Österreich, Josef Kreiner war einer von denen, dann Landeshauptmann Ratzenböck von Oberösterreich und einige Freunde aus, ich vermute, war auch Ziel dabei, der Bürgermeister, ne? Und einige Freunde aus Italien. Keine Diplomaten, die Militärflugzeuge waren auch anwesend, sag mal so, aber wir haben gefeiert. Und einmal hat der ehemalige Generalsekretär von NATO, Manfred Werner, hat einmal gefragt, was ist das Geheimnis des slowenischen Erfolges? Und die Antwort ist sehr einfach. Wir wussten, was uns geschehen könnte und wir waren darauf bereit. Also einige sprechen von Glück, einige von Gnade. Ich spreche vom Lächeln der Geschichte und ich bin froh, dass ich das mit Ihnen erlebt habe. Aber das Bedeutsamste ist, dass wir das Lächeln also nicht nur verstanden haben, aber auch mitgestaltet. Ich möchte mit einer Erinnerung aus Vereinigten Staaten enden, diese Runde. Ich war am Besuch beim Lawrence Eagleburger. Er war ehemaliger Botschafter Vereinigten Staaten in Jugoslawien und der zweite in State Department. Und er war zynisch gegen alle politischen Argumente, die ich vorgestellt habe. Er war gegen Selbstständigkeit. Dann habe ich ihm gesagt, aber wissen Sie, Herr Sekretär, dass Milosevic so viele Milliarden aus Zentralbank genommen hat, ohne jemand das zu wissen. Und dann hat er gesagt, also wenn das so ist, dann verstehe ich, dass Sie nicht mit denen in dem gemeinsamen Staat leben können. Ne? Und dann am Ende dieses Gespräches habe ich eine, wie sagt man, eine innocent mind. Ich habe ganz einfach gefragt, Herr Sekretär, was ist Ihr letzter Rat nach dieser langen Debatte? Und er hat gesagt, do facts. Und ich habe geantwortet, wie will du? Und dann hat er gesagt, and then United States will reconsider its position. So, das ist die Politik, so läuft die Politik. Man muss was zeigen, man muss was unternehmen, man muss mutig sein. Und es ist gut, wenn man auch einige Freunde oder diejenigen hat, die diese Ziele verstehen. Erhard Buzek ist einer von denen, Werner Fasslabend ist der andere, Alois Mock, Helmut Kohl, Papst Johannes Paulus II. Ich habe 9-mal mit ihm geplaudert über diese Dinge. Also, die Leute haben uns auch sehr praktisch, wie Erhard das weiß, damals geholfen. Also, ich bin froh, dass wir jetzt 30 Jahre Unabhängigkeit Sloweniens feiern können.
Herr Botschafter hat von den damaligen gemeinsamen Problemen sprechen, aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Also gemeinsames Problem ist Europa heute für uns beide. Und ich hoffe, dass wir zusammen in dem Hinsicht, was unternehmen, nicht nur während der slowenischen Präsidentschaft und nicht nur in der südöstlichen Richtung. Und noch eine Kleinigkeit. Bei meinem letzten Besuch im State Department in Washington habe ich gefragt, in welcher Gruppe hat Amerika Slowenien? Mitteleuropa, Western Balkans? Nicht. Also wir sind mit Österreich zusammen in einer besonderen Gruppe. Alpenländer, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Slowenien. Also bleiben wir so weiter. Danke. Frau Schkoff, als Kärntner Slowenien haben Sie ja einen besonderen Bezug zur Unabhängigkeit Sloweniens. Vielleicht können Sie kurz schildern, wie Sie das damals wahrgenommen haben. Welche Hoffnungen und auch Befürchtungen hatten Sie damals? Ja, vielen Dank. Guten Morgen und einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich muss zunächst sagen, also ich bin natürlich Kärntner Slowenien und ich habe auch diese Zeit in Kärnten gelebt, die Zeit der Unabhängigkeit davor und danach. Und ich muss aber etwas vorwegschicken. Ich war damals noch sehr jung, also ich war kein politischer Entscheidungsträger. Das heißt, ich kann Ihnen nur sagen, wie ich damals als junge Frau die Unabhängigkeit und die Zeit davor erlebt habe. Ich habe damals gerade die Matura in der Tasche gehabt. Das heißt, also weit davon weg, dass ich wirklich verstanden hätte, was hinter den politischen Kulissen sozusagen abgeht. Und um auch ich kann Ihnen nur diese Stimmung wiedergeben und diese Situation, in der wir gelebt haben. Und um das zu verstehen, muss man einen Schritt zurückgehen, nämlich in die Zeit in der 80er Jahre. Die 1980er Jahre waren in Kärnten und für die Kärntner Slowenen keine angenehme Zeit. Und so habe ich sie empfunden, weil die Karawanken einfach unglaublich hoch waren. Es war ein Gefühl hier, dass sozusagen diese Karawanken nicht nur diese 2000 Höhenmeter haben, wie sie tatsächlich haben, sondern diese waren einfach noch viel höher in den Köpfen und vor allem unüberwindbar. Es war praktisch, wenn man das Gefühl hatte, normalerweise hat ein Mensch einen Aktionsradius von 360 Grad. Also das heißt, rundherum Richtung Norden, Süden, Osten, Westen agiert man, und in Kärnten hatte man das Gefühl, man stand praktisch irgendwie, man hatte nur einen Aktionsradius von 160 Grad, also sozusagen zwischen Osten und Westen und Norden. Das war der Aktionsradius. Besondere Kontakte zu Slowenien, damals zu Jugoslawien, sollte man nicht haben. Wieso, das war irgendwie auch nicht gesagt. Also es war eigentlich eine sehr bedrückende Situation, in der wir da gelebt haben. Wenn man Slowenisch auf der Sprache gesprochen hat, hat man bestenfalls böse Blicke geerntet, um nicht noch andere Sachen. Also auf offener Straße am Gericht Slowenisch zu reden, das war bitte, also es war ein No-Go, das ging einfach gar nicht. Auf jeden Fall, das war sozusagen diese Situation, in der wir uns dann hier sozusagen befanden. Und dann urplötzlich beginnt diese politische Ordnung, die in Stein gemeißelt zu schien, sich zu bewegen. Es fiel, also man hatte das Gefühl, das passierte über Nacht. Das ist, natürlich ist es nicht über Nacht passiert, und ich weiß natürlich, wie viel Bemühungen dahinten notwendig waren, aber das ist urplötzlich passiert. Es fiel die Berliner Mauer, es fiel der Eiserne Vorhang. Es war dann sozusagen Slowenien hat sich entschieden, eine Volksabstimmung zu machen, und das waren einfach unglaubliche Momente. Und ich als junger Mensch habe damals einfach ganz stark empfunden, das ist ein historischer Moment. Also das war uns so klar, dass es sich hier um wirklich historische Momente geht. Und ich war damals ja auch Mitglied einer Gruppe von Jugendlichen, die nannte sich Slovenština moj jezik, Slowenisch meine Sprache. Und unsere Idee war es einfach, das Bewusstsein für die slowenische Sprache im Alltag zu stärken. Und weil das ein historischer Moment war, haben wir gesagt, na, wir müssen da anwesend sein, wir müssen da mit dabei sein.
Und dann haben wir sozusagen, als die Volksabstimmung war im Dezember 1990, haben wir dann eine Replik vom Fürstenstein gemacht, weil wir wollten ja dort dabei sein und nach Ljubljana gefahren. Also wir haben diese Replik vom Fürstenstein gemacht. Der Fürstenstein ist das Kärntner slowenische Symbol für Demokratie. Und wir sind dann nach Ljubljana gefahren mit diesem Fürstenstein und sind in den Cankariodom gegangen, wo die gesamte Regierung, wir waren nicht akkreditiert, wir waren Jugendliche, wir sind eben in diesen Cankariodom gegangen mit diesem Fürstenstein, wo die gesamte Regierung, die internationalen Medien anwesend waren und haben dann sozusagen als symbolisch, als Zeichen der Demokratie diesen Fürstenstein dem Präsidenten des Parlaments, damals Franciszek Buczar, übergeben. Dann haben wir zu dieser Zeit natürlich auch, um diesen Festtag zu feiern, haben wir eine Zeitung herausgegeben, Kleszcze, mit einer Sondernummer, wo wir schon im Vorfeld, wir mussten das ja vorbereiten, das musste ja gedruckt werden, eine Sondernummer herausgegeben haben sozusagen und das haben wir dann in Ljubljana verteilt, schon ganz groß, gratuliere Slowenien, und ich glaube, wir haben sogar den Prozentsatz damals im Vorfeld schon erraten. Aber das, was ich Ihnen damit sagen will, ist, dass die Stimmung und die Situation war einfach so, dass es nur ein Ja geben konnte. Also die Unabhängigkeit Sloweniens war einfach nur der nächste Schritt und das Logische. Dann, wenn wir dann zum 25. Juni und zur Unabhängigkeitserklärung kommen, da war dann schon eher die Frage, oh, wie wird das jetzt gehen? Weil man natürlich gesehen hat, die Situation, also es ziehen jetzt irgendwie Wolken auf. Und ganz besonders wurde das dann klar, auch als dann Slowenien den Festtag einen Tag vorverlegt hat, dann war auch jedem klar, also jetzt wird es wirklich ernst. Und wir haben wirklich den Atem angehalten, in der Hoffnung, dass alles gut geht, was dann zum Glück auch alles gut ausgegangen ist. Also das sind sozusagen meine Erinnerungen an die Zeit 1990, 1991. Herr Fasselabend, Sie waren ja damals österreichischer Verteidigungsminister und soviel ich weiß, war das sozusagen die erste Situation, wo es dann zu einer Teilmobilisierung gekommen ist wegen der Kämpfe in Jugoslawien oder in Slowenien. Ich glaube aber zu wissen, dass Sie das damals nicht ganz unvorbereitet getroffen hat. Ja, ich wiederhole es noch, ich bin am 20. Dezember 1990 angelobt worden als Verteidigungsminister. Und noch bevor ich angelobt worden bin, bevor ich irgendeinen Kontakt hatte mit dem Ministerium, habe ich meinem künftigen Kabinettschef eine Liste von Aufgaben übergeben, die ich gerne erledigt hätte in den ersten 8 oder 14 Tagen, wo ich gerne eine Präsentation sozusagen gehabt hätte. Und so an zweiter oder dritter Stelle von 8 oder 10 Punkten, die ich damals aufgelistet habe, war die Frage Vorbereitungen für einen Krisenfall Jugoslawien. Ja? Und tatsächlich war es dann auch so, dass wir uns in den ersten Tagen dann darüber unterhalten haben. Und ich sage das deshalb, weil ich damals noch kein Briefing hatte vom Heeresnachrichtenamt oder von irgendeiner militärischen Institution, sondern weil ich meinen Urlaub vorher im Sommer in Jugoslawien verbracht habe, mit dem Auto in aller Ruhe durch Slowenien und Kroatien und Bosnien und Serbien gefahren bin und ich nach Hause gekommen bin nach, weiß ich nicht, glaube 3 Wochen oder so etwas, mit dem Gefühl, da braut sich etwas zusammen. Weil für mich aus vielen Kontakten mit Leuten, ob das am Strand oder im Gasthaus war oder in den einzelnen Landesteilen, spürbar war, dass es da Spannungen gibt, die sich irgendwann entladen werden. Das war nicht sozusagen aufgrund einer konkreten Analyse, sondern einfach ein politisches Gefühl, da tut sich etwas. Und dann war natürlich die Unabhängigkeitsbestrebungen, die es in Slowenien und in Kroatien gegeben haben, sozusagen der reale Faktor dahinter. Und ich habe daher dann auch, nachdem präsentiert worden ist,
Das österreichische Bundesheer hatte damals keine Vorbereitungen für einen isolierten Krisenfall, sondern nur für eine Durchmarschvariante des Warschauer Paktsystems im Zuge einer großen europäischen Auseinandersetzung, dass eben Truppen entweder aus Ungarn nach Italien über österreichisches und slowenisches Gebiet marschieren würden oder umgekehrt, dass man sozusagen über Jugoslawien nach Österreich und in den Alpenraum eindringen würde. Also diese Varianten, die hatten wir, aber keine sozusagen für einen isolierten Krisenfall. Ja, wir haben das dann in Auftrag gegeben und vorbereitet. Ja, und ein halbes Jahr später waren wir froh, dass die Kommandanten dann eigentlich nur mehr so die vorbereiteten Befehle sozusagen herausnehmen mussten, um eben diese Grenzsicherung voranzutreiben. Und das war dann durchaus eine Situation, die für mich auf der einen Seite hochinteressant war. Wir sind ja im ersten Schritt, es war ja wirklich turbulent, ich kann mich erinnern, Erhard Busseck, wir sind vom Parteitag, den haben wir vorzeitig unterbrochen und ich glaube, deine letzten Worte, bevor wir auseinandergegangen sind, waren so ungefähr, ich glaube, du wirst dir irgendwas einfallen lassen müssen, so irgendwas. Jedenfalls haben wir sofort, wie die Ernsthaftigkeit klar war, versucht sozusagen eben nahe der Grenze auch Truppen zu positionieren, um zu verhindern, dass, falls es zu Streitsteilen kommt, eben ein Grenzübertritt stattfindet und dass Kämpfe auf österreichischem Gebiet stattfinden würden und die Neutralität verletzt würde. Das war sozusagen die militärische Lage. Das hat auch hervorragend funktioniert. Es hat aber noch ganz was anderes stattgefunden, muss ich sagen. Es hätte niemand, obwohl ich damals diese Krise gespürt habe, ohne nähere Informationen zu haben, obwohl es dann natürlich auch bereits etliche Analysen gegeben hat, naja, die Ernsthaftigkeit der Auflösung Jugoslawiens, das war ja immer schon noch vor dem Tode Titos ein Thema, auch in der europäischen Politik. Es hätte sich niemand vorstellen können, dass es zu einem Schießkrieg kommt, der insgesamt dann, wenn man den Kosovo mit einbezieht, fast ein Jahrzehnt dauert. Also wir haben gerechnet, ich sage das jetzt, Krise mit Polizeieinsatz und unter Umständen irgendwo eine Schießerei, aber nicht, dass es zu einer konventionellen kriegerischen Auseinandersetzung kommen würde. Und das war für mich eigentlich sozusagen eines der Schlüsselerlebnisse dann, auch das späterhin zu Konsequenzen geführt hat, aber darüber reden wir noch. Ein Erlebnis, das ich gehabt habe und wo ich an das anschließen möchte, was Sie gesagt haben, das war für mich sozusagen dieser totale Umschwung in der österreichischen Bevölkerung, was die Position zu Slowenien betroffen hat. Vorher war eben aufgrund, ich sage das jetzt, der Tatsache, dass eben nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg jugoslawische Truppen Südkärnten besetzt haben, war zweifellos eine Spannung vorhanden, die auch dazu geführt hat, dass die slowenische Minderheit in Kärnten, ich sage das, wirklich kein leichtes Dasein gehabt hat. Ich habe das bemerkt, ich war ja in der Privatwirtschaft tätig bei Henkel. Bei uns war es damals üblich, dass wir auch Besuche sozusagen vor Ort gemacht haben und da habe ich feststellen müssen, wie schwierig diese Situation war. Und plötzlich mit der Krise war das aus. Hat total umgeschlagen. Ganz Österreich war mit einem Schlag sozusagen auf der Seite Sloweniens. Und das war ein Schlüsselerlebnis in der Nachbarschaft, das bis heute nachwirkt. Und das ganz, ganz wichtig war, nicht nur für die Beziehungen gegenüber Slowenien, sondern auch die Beziehungen gegenüber den anderen Nachbarn hinter dem Eisernen Vorhang, würde ich sagen. Und insofern war das ein Schlüsselerlebnis. Es ist da plötzlich darum gegangen, dass eine Solidarität vorhanden war für die Menschen auf der anderen Seite, unabhängig von der Sprache, die einfach Freiheit gesucht haben, die versucht haben, ihr Leben zu leben
auch ihre Nationalität leben zu dürfen etc. Das war das, was dahinter gestanden ist. Und da war eine ganz, eine breite Stimmung vorhanden, die Gott sei Dank bis heute anhält. Und das war für mich zweifellos eine der wichtigsten Erfahrungen. Herr Busek, Sie hatten ja schon lange vor dem Fall des Eisernen Vorhangs Kontakte in den kommunistischen Osten und natürlich auch nach Jugoslawien und waren somit auch sehr gut informiert über die Vorgänge. Wie haben Sie die damalige Zeit wahrgenommen und eingeschätzt? Was haben Sie erwartet, wie das ausgehen wird? Dobar dan, drage prijatelji. Hier endet mein Slowenisch. Ich bitte um Entschuldigung. Aber ich danke sehr, hier mit dabei sein zu dürfen, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir hier erinnern. Erinnern, weil es Erfahrungen sind und weil es auch Verpflichtungen sind, die wir dadurch haben. Rückblende, danke für die Brücke, die Sie mir gebaut haben. Ich habe mich ab der Ende der 70er, 80er Jahre aus meinen politischen Funktionen in Wien und dann später in der Bundesregierung besonders interessiert für unsere Nachbarstaaten. Und zwar nicht die Nachbarstaaten, die leicht erreichbar waren, das, was man als Westeuropa bezeichnet hat, sondern das, was man Osteuropa bezeichnet hat, wobei ich damals schon sehr dafür war, dass wir dazu Mitteleuropa sagen. Ich halte ja den Begriff der Osterweiterung zum Beispiel für falsch, denn die Erweiterung ist eine Erweiterung in die Mitte Europas gewesen und nicht nach Osten. Das ist ein völliges Missverständnis, dass sie existiert, aber das ist ein ganz anderes Thema, das man ja sagen muss. Und ich habe relativ systematisch begonnen, Kontakte zu haben, wobei natürlich die Migration Brücken bedeutet hat und auch die Wissenschaft bedeutet hat. Und hier muss man dazu sagen, auch die katholische Kirche Brücken bedeutet hat. Ich habe mit Polen begonnen, belästige sie nicht mit der ganzen Geschichte, bin aber im Rahmen dessen beim Erzbischof Loise Schustar gelandet, Erzbischof von Laibach, wie ich glaube, eine sehr imponierende Persönlichkeit, der ein ungeheures Verständnis auch hatte für die verschiedenen politischen Richtungen. Ich habe ihn gebeten, er möge einmal so künftige Politiker und irgendwo war voraussehbar, dass sich da etwas versammeln. Das fand im erzbischöflichen Palais statt und war eine ganz spannende Tätigkeit, wobei also die meisten, die ich damals dort getroffen habe, später irgendwo auf meinem Lebensweg noch aufgetaucht sind, politisch. Das war auch das wirklich Interessante hier. Da gibt es noch viel zu erzählen, aber das will ich nicht. Ich war dann freundlicherweise eingeladen zu den Bewegungen, die in Slowenien hier entstanden sind. Kann mich noch erinnern, die Veranstaltung hat in diesem einen Gebäude, Name entfallen, Alterserscheinung, stattgefunden, eine große Veranstaltung. Ich hatte dort auch zu reden auf Deutsch. Es haben alle so reagiert, als würden sie alle Deutsch verstehen, aber sie waren sehr freundlich zu mir. Ich habe mir aber von einem slowenischen Freund einen Satz aufschreiben lassen: Es lebe die slowenische Demokratie. War ein ungeheurer Applaus. Hatte eine Folge, es hat dann die Teilrepublik Slowenien im Wege der jugoslawischen Regierung in Wien bei Alois Mock protestiert. Das sei also eine Aussage für den Separatismus und die Zerstörung von Jugoslawien und dergleichen mehr. Ich bin sehr neugierig gewesen, das erzähle ich zum ersten Mal, wie eigentlich die österreichische Regierung darauf reagiert hat. Als ich dann Vizekanzler war, habe ich nachgefragt im Außenministerium, du wirst mir nicht böse sein, als ehemaliger Angehöriger des Außenministeriums, sie haben den Akt nicht gefunden, der ist leider zerstört worden. Also ich habe nie erfahren, was die österreichische Bundesregierung dazu gesagt hat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber mehr möchte ich gar nicht hier tun. Also das kam aus diesem Engagement und habe viele Freunde kennengelernt, Loise Peterle, ich kann mich noch an Omar erinnern vom Bauernbund. Oman, Entschuldigung. Ja. Und einige andere, das war ein sehr imponierendes Erlebnis. Ja. Und es war klar, das hält nicht.
Das war einer der Konflikte in der österreichischen Bundesregierung, daran muss man auch erinnern. Mein Vis-à-vis dann als Vizekanzler, nämlich Bundeskanzler Vranitzky, war der Meinung, wir müssen alles tun, um den Zerfall von Jugoslawien zu verhindern. Er hat da gesetzt, EU-Mitgliedschaft von Jugoslawien. Also da kann ich Ihnen nur sagen, so wie ich Vranitzky das nächste Mal treffe, in Erinnerung an diese Veranstaltung, werde ich ihm sagen, wo wären wir heute, wenn wir darauf vertraut hätten, denn mit Mühe ist Slowenien und mit noch mehr Mühe Kroatien Mitglied geworden. Und der Rest, bitte sehr, ist nach wie vor in der Unsicherheit. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und meine Gratulation geht hier an die Slowenen, dass sie es geschafft haben, in der Darstellung ihrer eigenen Unabhängigkeit den Weg in die Europäische Union zu eröffnen. Und ein bisschen gratuliere ich auch dazu, dass Slowenien vermeidet, sehr stark im Zusammenhang mit dem Westbalkan genannt zu werden. Bei aller gemeinsamen Geschichte, das muss man auch sagen. Und das, was mir imponiert auch an der slowenischen Politik, und Lojze, du bist da auch sehr wesentlich gewesen, ist die Tatsache, dass ja an sich keine staatliche Vorformation mit Ausnahme der Teilrepublik Slowenien innerhalb von Jugoslawien existiert hat. In der alten Monarchie war das das Herzogtum Krain, war das Herzogtum Steiermark, besondere Abteilung Süden, Grafschaften wie Zilli, Zelje und Pettau, Ptui und so weiter. Also da ist schon eine staatspolitische Leistung dahinter, die eigentlich gar nicht so richtig gewürdigt wurde und die ich letztlich auch für sehr, sehr wesentlich halte. Werner Faselabend hat die Brücke schon gegeben. Für mich spielt der Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen eine große Rolle. Wir hatten Bundesparteitag der ÖVP. Damals ist der Landeshauptmann Greiner als Parteiobmann der Steiermark, als das bekannt wurde, hinaus und gesagt, wir müssen zu Hause Krieg an unserer Grenze. Jetzt machen wir schnell den Parteitag fertig. Jetzt machen wir noch die Wahl vom Bundesparteiobmann und dann ist das erledigt. Das ist ein Parteitag, der in Kurzzeit auseinandergefahren ist, um jeweils in die Heimat zurückzugehen, in dem Gefühl der Bedrohung. Ich bin damals gewählt worden und meine Aufgabe war dann, und Werner Faselabend hat mit Recht daran erinnert, wir sind eigentlich blitzartig hier an die Grenze gefahren. Warum? Weil für uns auch sichtbare Aktivitäten waren, die uns beunruhigt haben. Ich erinnere mich noch vis-à-vis von Oberratgersburg alias Ratko Nagora gestanden zu sein. Dort ist eine Brücke und auf dieser Brücke stand ein Panzer. Und es war dann ein bisschen weiter weg auch sichtbar, dass der Kirchturm der Pfarrkirche heruntergeschossen war. Also Kriegshandlungen, merkbare, die wir ja eigentlich nicht mehr gewohnt waren. Es hat einen furchtbaren Streit gegeben über die Frage der Mobilisierung in der österreichischen Bundesregierung. Wir haben eine Teilmobilisierung hier durchgesetzt. Die Truppen durften in der Nacht fahren, damit kein Österreicher sieht, dass wir uns fürchten oder so irgendetwas. Es war auch ganz eigenartig. Ich habe ein wunderbares Erlebnis gehabt, verzeihen Sie, es ist ein bisschen anekdotisch, aber ich habe daraus einiges gelernt. Werner Faselabend ist aufgabengemäß zu den Generälen ausgerückt und hat mit ihnen die Frontlage besprochen. Ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Mein Verhältnis zum Militär war nicht ein sehr enges. Ich habe nicht gedient, ich gestehe das, wegen bestimmter Mängel bei den Augen. Und gehe halt da zu seinem Panzer dort. Da steht ein junger Soldat, ne? Und dann sage ich, ja, woher kommen Sie denn und so weiter. Wann sind Sie denn eingeruckt? Hat er gesagt, am 1. April. Habe ich mir innerlich gedacht, hoffentlich passiert nichts. Denn was der vom 1. April bis Ende Juni gelernt haben muss, also dort, kann nicht bedeutend sein. Das ist überhaupt kein Vorwurf. So war es auch einfach. Das muss man ja auch unterschätzen. Na, habe ich mit geredet, wie es geht, und sagt, ja, also die Bevölkerung ist hier sehr lieb, da kommen Frauen und bringen Obst und was zu essen und eigentlich geht es uns sehr gut und wir fühlen uns unterstützt und so weiter. Und die Leute spüren auch, dass das Bedeutung hat. Ne? Sage ich, naja, und was machen sie dann am Abend, wenn sie gegessen haben und so weiter? Ja, da gehe ich da auf. Ja, was ist da oben? Da ist ein Telefonhittel und da rufe ich dann die Mama an. Das hat mich sehr beeindruckt, weil es gezeigt hat, dass dieser junge Mann das Gefühl der Gefahrensituation hat und dass er zurück sozusagen wollte hier in den Schutz.
Und das war mehr als berechtigt. Völlig richtig die Bemerkung, dass im Verhältnis zur slowenischen Minderheit und überhaupt dieses Ereignis eine ungeheure Rolle gespielt hat. Es gibt auch abenteuerliche Geschichten, ich weiß nicht genau, ob sie wahr ist, aber dass etwa auch Waffen transportiert wurden aus Österreich von Kärnten aus, und zwar in Müllcontainern von Villach und Klagenfurt, hat es geheißen. Wenn es nicht wahr ist, ist eine schöne Geschichte. Aber es zeigt zumindest, dass wir das Gefühl der Solidarität hier hatten. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Angelegenheit, die man hier sagen muss. Die wir versucht haben, auch zu zeigen. Mit Loise Peterle haben mich einige Hilfsmaßnahmen zur Erhaltung von Einrichtungen. Ich kann mich erinnern, ein Holzforschungsinstitut haben wir damals gerettet. Und ich habe dann auch in der Folge für meine Tätigkeit so diese wunderschönen bemalten Bretter von Bienenstöcken erhalten. Melde gehorsam, sie sind im Volkskundemuseum, ich habe sie dort gewidmet und sind ausgestellt. Also diese Erinnerung bleibt hier in Wirklichkeit hier erhalten. Jugoslawien war nicht aufrechtzuerhalten. Ich werde nicht vergessen, ich war komischerweise bei einer Sitzung irgendeines Ausschusses oder gar des Präsidiums der gemeinsamen Partei hier vertreten und habe einen abenteuerlichen Streit der verschiedenen Vertreter erlebt. An die Äußerungen des slowenischen Repräsentanten kann ich mich noch erinnern, die ist mir bleibend im Gedächtnis. Wir sind nur 8% der Bevölkerung, aber wir sind 25% der wirtschaftlichen Leistungskraft Jugoslawien. Zu Deutsch, ihr lebt von uns, war mehr oder weniger die Botschaft, die existiert. Es gab natürlich pro Teilrepublik dann immer irgendeine Botschaft, warum es nicht anders geht. Aber das war in Wirklichkeit nicht zu retten. Ich verteidige hier Vranitzky etwas, er war beeinflusst vom damaligen jugoslawischen Ministerpräsidenten, der ein Wirtschaftsmann war und der hier der Überzeugung war, dass über den wirtschaftlichen Weg die Jugoslawien erhalten werden kann. Die heutige Wirklichkeit zeigt eigentlich ein anderes. Hier lassen Sie mich eine schmerzliche Bemerkung machen, dass wir nach diesen 30 Jahren und verschiedenen Selbstständigkeiten und Korrekturen, wie es auch Kosovo darstellt, immer noch eine lange Liste von Konflikten zwischen den Nachfolgestaaten Jugoslawiens haben, ist auch eine schmerzliche Angelegenheit. Eine erzähle ich sehr gerne. Loise, da hast du mich angerufen und gesagt, die Situation ist so schrecklich. Ich sage, was hast denn? Was ist denn so schrecklich? Ja, wir haben einen Besuch der amerikanischen Flotte. Ich bin aus einem Binnenstaat, ich habe da nicht viel Verständnis, aber für ihn war das wichtig, wegen der Souveränität. Das habe ich schon verstanden. Ne? Sag ich, was ist denn das Problem? Naja, du weißt, die Bucht von Biran und so weiter. Ja, was ist da das Problem? Ja, kein amerikanischer Flugzeugträger kann in slowenischen Hoheitsgewässer parken. Das wissen wir immer in Erinnerung. Ich habe typisch reagiert als ein Lockland-Mann, habe gesagt, sei froh, wenn kein Flugzeugträger bei euch ist. Das hast du nicht akzeptiert, sondern das ist auch doch eine Frage des nationalen Stolzes gewesen. Da habe ich auch einiges gelernt in dem Zusammenhang, was letztlich sehr wichtig ist. Schlussbemerkung. Ich glaube, dass Slowenien einen wesentlichen Anteil hat, dass die Dinge im Balkan besser geworden sind. Gut sind sie noch nicht, das muss ich aus meiner bisherigen Tätigkeit hier sagen, sehr schmerzlich sagen. Aber es gibt Fortschritte. Ich schraube gegenwärtig an einer Bahnverbindung als Alternative zu dieser Bahnverbindung Piräus, Thessaloniki, Belgrad, Budapest, dass wir die Tauernachse hier über Skopje, Zagreb, Ljubljana bauen können, die sehr wichtig ist. Ich habe gerade heute hier einen Erfolg erzielt. Wir haben Nordmazedonien dazu bewegt, dieses Letter of Intent auch zu unterschreiben. Und wir werden das in der Europäischen Union durchbringen. Ich halte das für eine wichtige Sache, nicht nur wegen der Bahn, sondern auch wegen der stärkeren Verbindung, die hier notwendig ist. Wobei ich auch verstehen würde, wenn endlich dann der Krapina-Tunnel gebaut würde, damit also die Bahnstrecken ein bisschen kürzer wird. Denn wenn Sie sich nicht ganz im Bahnwesen auskennen, das Bahnwesen gerade dort ist doch immer geprägt von der Monarchie. Und es sind die Bahnführungen der Monarchie, die für die Bahn, für die Monarchie zweckmäßig waren.
zum Beispiel das Erreichen des Kriegshafens Pola, ne, spielt hier eine ganz große Rolle. Aber ist für heute, für die Wirklichkeiten, die wir wirtschaftlich und politisch haben, heute nicht mehr richtig. Und hier muss noch eigentlich viel investiert werden. Und es geht weit über die Bedeutung für das einzelne Land jeweils hinaus. Ich möchte eigentlich den Slowenen gratulieren, weil sie wirklich sehr rationale, nüchterne, aber auch sehr verlässliche Partner sind bei vielen Dingen, die ich jedenfalls erlebt habe. Denn es ist wirklich ein schönes Land und es ist gut so, was die Slowenen daraus gemacht haben. Eine Nebenbitte, ich habe noch eine Funktion bei einer Universität oder Fachhochschule in Bled. Hier bei der Gesetzgebung müsst ihr was machen. Die ist noch old-fashioned. Also ich habe selten so komplizierte Regelungen für Stiftungen erlebt und dergleichen mehr. Das ist eine wahre Qual, abgesehen davon, dass man bei den diversen Protokollen auf jeder Seite unterschreiben muss. Wir sind ja schon sehr fortschrittlich in Österreich, es genügt eine Unterschrift, aber dafür sehr viele Kopien. Eine kleine Bitte, wenn Sie mir das gestatten, weil ich ständig unter der Fülle dieses Papiers leide, ich bin eben dort Vorsitzender und muss das alles entsprechend verarbeiten. Danke für die Gelegenheit, darüber reden zu dürfen. Herr Petric, Sie sind ja auch Kärntner Slowene, aber Sie haben die Unabhängigkeit damals 1991 doch, würde sagen, distanziert wahrgenommen, und zwar geografisch. Können Sie das kurz erläutern? Ja, also ich habe in meinem langen Leben zweimal wirklich Pech gehabt. Das erste Mal 1972 beim Ortstafelsturm, da war ich in Los Angeles, und 1992 war ich in New York. Aber vielleicht, andererseits habe ich natürlich sehr lange und oft auch sehr intime Beziehungen zu Slowenien gehabt, natürlich, wenn man an der Grenze aufwächst. Obwohl das Kommunistische, die Grenzerfahrung, die allgemeine Situation dort, das wurde ja bereits geschildert, schon eine war, die, sagen wir, in gewisser Weise halt Angst ist übertrieben, aber ein komisches Gefühl erzeugt hat. Ja? Darauf komme ich dann später noch zurück, wie sich das geändert hat. Ihr habt ja darauf schon auch Bezug genommen. Nun, ich war so bis 1992 New York als Leiter des österreichischen Informationsdienstes und war gleichzeitig auch bei der österreichischen UNO-Botschaft beschäftigt. Du bist sehr gefragt, merke ich, Erhard. Und dort hat sich natürlich eine völlig andere Perspektive eröffnet für den Jugoslawien-Konflikt als der bisher hier geschildert worden ist. Und ich glaube, das ist wichtig, darauf hinzuweisen. Jugoslawien war im System der Vereinten Nationen ein ungemein wichtiger Staat, sozusagen jener Staat, der eigentlich immer noch, obwohl schon 10 Jahre nach dem Tod Titos, die Non-Aligned, also die nicht paktgebundenen Staaten, die dritte Welt, wie man das damals genannt hat, repräsentiert hat, zum Ersten. Und zum Zweiten ist es natürlich klar, dass die Vereinten Nationen Mitglieder, so wie jeder Verein das macht, bis zum Letzten, nicht ganz bis zum Letzten, aber doch sehr weitgehend schützt. Das heißt, es war damals die Situation eine solche, dass von Selbstverständnis der Vereinten Nationen her ganz klar innere Konflikte, wie sie sich da dargestellt haben, als solche auch betrachtet worden sind, in die man sich nicht einmischt. Ja. Also für den Weiterbestand Jugoslawiens hat es damals, und da hat natürlich weitgehende Unkenntnis geherrscht über die tatsächlichen Verhältnisse im Lande selber, aber die hatten formal eben nicht diese Rolle gespielt. Und deshalb hat man eben in sehr vielen Resolutionen, insgesamt sind ja über 100 Resolutionen allein nur zum Jugoslawien-Konflikt erlassen worden, wenn man damit vergleicht, jetzt Syrien oder was anderes, wo die Vereinten Nationen also praktisch nicht vorhanden sind, merkt man hier auch den Unterschied. Und es war natürlich so, dass
die Vereinigten Staaten, Loise hat es ja bereits angesprochen, für den Bestand gewesen sind. Auch einige der europäischen Staaten, insbesondere westeuropäische, also die angloamerikanische Welt im Großen und Ganzen, verbunden mit den Staaten der Dritten, der Non-Aligned, hat es natürlich eine absolute Mehrheit eigentlich ergeben. Nur Lösungen, wie man an dieses Problem herangeht, hat es natürlich dort auch keine gegeben. Man wollte natürlich verhindern, dass sich das in einen militärischen Konflikt ausweitet, aber die große Sorge damals war, was würde es bedeuten, wenn ein anderer multiethnischer Staat, nämlich die Sowjetunion, auseinanderbricht? Da hat man natürlich den großen Krieg gefürchtet und die große Auseinandersetzung und hat sich natürlich auch deshalb voll auf diese Situation konzentriert. Nun, ein Punkt, der auch hier schon angesprochen worden ist, ist mir sehr wichtig. Es hat damals zwei Thesen im Großen und Ganzen gegeben. Die eine These für den Fortbestand Jugoslawiens und die zweite These eben für Sezession. Und zwar ist es immer darum gegangen, mit welcher dieser beiden Strategien schafft man die Verhinderung eines Konfliktes. Aus dem Grund hat man gesagt, zusammenhalten, alles unternehmen, damit dieses Jugoslawien zusammenbleibt. Er hat Buzek hat es erwähnt, das ist ja tatsächlich so gewesen, dass sicher, wenn Jugoslawien zusammengeblieben wäre, Jugoslawien einer der ersten Kandidaten aus dem großen Raum für den Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gewesen wäre. Und da kann man alle möglichen Nostalgiegefühle bekommen, die auch ich selber habe, weil ich glaube, dass das natürlich für ein Europa eine enorm wichtige, theoretisch, postfaktum, kontrafaktisch, alles stimmt, gewesen wäre, wenn dieses Jugoslawien zusammengeblieben wäre. Ich bin auch der Meinung, dass das zu dem damaligen Zeitpunkt schon absoluter Zug abgefahren war, das nicht mehr möglich war. Das heißt, es ist darum gegangen, auf welche Weise schaffen wir es, dass es dort zu keinem blutigen Krieg kommt. Ja? Und die einen, wie gesagt, haben gesagt, Zusammenland, und die anderen haben gesagt, indem wir die abtrünnigen Republiken anerkennen, schaffen wir sozusagen ein Völkerrechtssubjekt und dann gibt es eben, wird und damit könnte unter Umständen, das wurde erhofft, ein Krieg verhindert werden. Ja? Dass dem nicht so gewesen ist, wissen wir. In gewisser Weise sind beide Thesen gescheitert und ich glaube, das ist eigentlich der Schluss, den man daraus ziehen muss und der zeigt eben, wie schwach doch letzten Endes Diplomatie und internationale Politik ist, wenn im Inneren eines Landes die Bereitschaft dazu nicht besteht, dieses Land aufrechtzuerhalten. Ja? Und diese Gemeinschaft, wie immer, es hat ja dann alle möglichen Vorschläge gegeben, Konföderation und so weiter und so fort. Aber letzten Endes war der Zug abgefahren. Ja. Das war eindeutig für alle eigentlich erkennbar. Letzten Endes auch für die Amerikaner, wenn man zum Beispiel den letzten amerikanischen Botschafter Warren Zimmerman sein Buch liest, dazu kommt das ganz deutlich heraus, wie er immer noch versucht hat, im Lande selber zwischen den Republiken irgendwie zu vermitteln, macht man doch, reden wir doch, schauen wir doch, aber wenn es keine Bereitschaft zum Dialog gibt, keine wirkliche Überzeugung, wir wollen dieses Land zusammenhalten, dann bricht es halt auseinander. Das widerspricht auch der These, dass Staaten von außen zerstört werden. Im Grunde ist es so, dass Staaten sich selber von innen heraus zerstören. Aus dem Grund ist natürlich die Identität jetzt im positiven Sinne gemeint, in einem aufklärerischen Sinne gemeint, so unglaublich wichtig, was ein Staat ist. Und ein Staat, besonders eine Nation, ist natürlich eine imagined community. Ja, und wenn wir jetzt nur einen kurzen Abweicher auf die Europäische Union machen, dieses europäische Staatsgefühl fehlt uns noch. Das ist meiner Meinung nach das Urübel der jetzigen Malaise, dass wir einfach keinen europäischen Demos haben, wir haben kein Gefühl dafür, dass wir Europäer sind. Das ist das Hauptproblem, aber das ist eine Nebensache. Aber irgendwo hat sich das im Kleinen natürlich in Jugoslawien abgespielt, wo das eben doch als plötzlich nur noch Serben, Kroaten, Slowenen, Makedonier oder Kosovaren waren. Ist klar, wer waren da die Jugoslawen?
Da hat einfach sozusagen dieses jugoslawische Staatsvolk ist einfach weggebrochen. Nur noch ein letzter und dritter Punkt, das ist sozusagen der Bezug auf mich. Ich habe schon gesagt, ich war 72 mit einem Fulbright-Stipendium in Los Angeles und habe von dort aus mit so 8- oder 10-tägiger Verspätung die kleine Zeitung bekommen und habe da gelesen, wie der Kärntner Wahnsinn hier da abläuft. Und bin danach aber trotzdem irgendwo hineingekommen, weil ich dann ab 76, 77 bei Bruno Kreisky gearbeitet habe und dort klarerweise die ganze Frage eine der Hauptfragen gewesen ist. Und ich muss dazu sagen, Bruno Kreisky war natürlich als sozusagen irgendwo Altösterreicher jemand, der den Nationalismus wirklich aus dem Innersten verabscheut hat. Ja. Und was sich da in Kärnten abgespielt hat, war für ihn halt eigentlich unerträglich. Und dieses Scheitern Bruno Kreiskys in Kärnten, das hat er immer sehr persönlich auch genommen, war natürlich schon auch eine Sache, die für ihn enorm wichtig war und wo er dann immer wieder versucht hat, und da hat er mich halt ein bisschen, konnte ich ein bisschen was vorschlagen, versucht hat, die über die kulturelle Schiene insbesondere, hier diese Gemeinsamkeit, die kulturelle, die historische Gemeinsamkeit, die da in Kärnten besteht, eben zu aktivieren. Also zum Beispiel haben wir organisiert die Übersetzung von Zmote Diaka Tjaža von Handke und haben eine riesen Geschichte, die hier abgelaufen ist mit im 20er-Haus, mit einem unglaublichen Zulauf, wo offensichtlich die Wiener festgestellt haben, zum ersten Mal die Slowenen können schreiben. Ja. Also das war schon eine sehr starke Motivation, aber letzten Endes natürlich war die Unfähigkeit dort, die in den Köpfen was zu verändern. Das hat sich ausgewirkt bis sehr ins Persönliche hinein. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass der Kreisky einmal gewarnt wurde von bestimmten deutsch-nationalen Kreisen in Kärnten. Er soll aufpassen, dass es ihm nicht so ergeht wie dem Willy Brandt, der den Guillaume an seiner Seite hatte und dann eben zurücktreten musste und man irgendwo auf mich halt angespielt hat. Also dieses Verräter-Image, das die Kärntner hatten, absolut gegen jedes Faktum, ja, das dort war, von der Volksabstimmung natürlich bis hin auch, wenn man sagt, ja, da sind die jugoslawischen Truppen 1918, 1919 hereingekommen. Aber niemand erwähnt, dass zwischen 1941 und 1945 wir Kärntner in Slowenien gekämpft haben. Ja, dass die Nazi-Armee, in der eben auch Österreicher dabei waren, Oberkrain besetzt hatten. Also diese Geschichten, ja, sind eben ganz wichtig und die werden jetzt viel deutlicher angesprochen. Und ich habe natürlich gerade mit der Botschafterin, mit der Xenia, unglaublich, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man auch als Diplomat die Dinge anspricht, wie sie sind, wie sie einem sich darstellen. Ich glaube, darin liegt die Stärke einer Freundschaft auch, die zwischen diesen beiden Staaten besteht. Natürlich haben damals opportunistische Gründe mitgespielt. Das große kommunistische, drohende kommunistische Jugoslawien, jetzt plötzlich haben wir Kleinstland Slowenien, also die können uns gar nicht mehr. Da ist die Argumentation der Deutschnationalen natürlich plötzlich ad absurdum geführt worden auch. Also da hat sich einiges vermischt, aber generell ist zu sagen, dass sich dadurch die Situation unglaublich verbessert hat. Aber ich glaube, darüber werden wir dann später noch reden, wie sehr sich hier das Lebensgefühl, wo immer noch ein großes Potenzial besteht, um dieses Gefühl, dass letzten Endes Europa zum Ziel haben muss, noch verstärkt werden könnte. Dankeschön. Zwischendurch würde ich gerne darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt für alle jene, die das über Facebook verfolgen, in der Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Ob wir diese Fragen aber dann stellen können, hängt auch davon ab, wie kurz Sie sich jetzt in der nächsten Runde fassen. Ich würde Sie um eine kurze Bewertung bitten der österreichisch-slowenischen Zusammenarbeit in den letzten 30 Jahren. Welche Potenziale wurden da gehoben, genutzt? Und wo ist man da vielleicht ein bisschen säumig geblieben? Vielleicht, Herr Peterle, könnten Sie kurz beginnen. Ja, ich möchte auch sagen, die Karawanken sind nicht mehr so hoch wie vorher. Und da gibt es eine neue, viel bessere Atmosphäre.
Und ich erinnere mich, in diesen ersten Jahren nach Unabhängigkeit hatte ich eine gewisse Zeit für einige Monate mehr Auftritte in Steiermark oder in Kärnten wie in meiner Region. Also da gab es wirklich ein Interesse und eine Offenheit und die Sympathie, von der Herr Fasslamen gesprochen hat, war wirklich da. Also ich könnte auch sagen, das österreichische Volk war auf unserer Seite. Also die Politik ist auch schon erklärt worden. Und also das war so was Versprechendes, würde ich sagen. Und ich, wenn ich noch das ein bisschen erklären darf, Herr Busek hat gesagt, wie hat Österreich damals sein Institut finanziert. Also er hat, wie praktisch war damals die Hilfe, sag mal so. Er hat ist von Triest nach Wien gefahren und hat mich während des Fahrts angerufen, hat gesagt, hast du ein bisschen Zeit für einen Kaffee, ich bin unterwegs. Da habe ich die Regierungssitzung unterbrochen und ihn für 20 Minuten empfangen. Und seine erste Frage war, Loise, kann ich dir was helfen? Und auf der Tagesordnung war die Frage dieses Instituts, da gab es kein Geld für die Löhne, ungefähr 60 Leuten. Und er hat, sagt man, schlagfertig gesagt, Loise, ich übernehme das. So hat Österreich durch seine Entscheidung dann für einige Monate die Löhne für diesen Institut bezahlt. So praktisch haben wir damals funktioniert. Jetzt zur Nachbarschaft. Die Situation, wie schon gesagt, ist anders. Ich bin froh, also unsere Minderheit, beide Minderheiten in Österreich und in Italien haben, wie sagt man, eine Steuer bezahlt wegen Jugoslawiens, weil auch in Italien, wenn also einige wissen sicher, was bedeutet Gladio in Italien. Also die Slowenen waren generell verdächtig als mögliche Importeure von der kommunistischen Ideologie, dort und hier. Nicht dann noch von dem Ersten Weltkrieg zu sprechen. Also, und jetzt kommt, jetzt ist diese neue Situation und Selbstständigkeit und Demokratie hat viel dabei geholfen. Also ich genieße diese neue Situation und ich habe schon gestern bei einer anderen Gelegenheit gesagt, Österreich und Slowenien teilen die geostrategische Verantwortung für die Entwicklungen in unserer Umgebung. Auch die Frage der Mitteleuropa ist besonders in Brüssel nicht so einfach. Wir verstehen uns nicht sehr gut oder ich sage auch hier, Europäische Union ist erweitert worden. Aber das bedeutet noch nicht gemeinsames Europa. Das müssen wir noch ausbauen. Und da sehe ich gute Gelegenheiten, um was zusammen zu tun. Nicht nur wegen unserer in der Zeit der slowenischen Präsidentschaft. Die Quellen der möglichen, sagt man, gewaltigen Aktionen sind im Süden noch immer anwesend. Und da müsste Europäische Union viel mehr unternehmen als bis jetzt, sagt man, nicht nur im geostrategischen Sinne. Es geht wirklich um die Frage des Friedens und wir sollten diese Grundideen der Väter Europas wieder ein bisschen nachdenken. Was bedeutet Respekt für Menschenwürde? Was bedeutet Solidarität, Subsidiarität? Und bis wo möchten wir mit Europa gehen? Und vor allem, was möchten wir wirklich zusammen tun?
Und darum bin ich nicht, sagt man, sehr froh, wenn ich zu viel sektoriellen Zutritt oder Beitritt sehe. Wir brauchen eine, wie ich das nenne, eine Gesamtphilosophie für Europa. Ne? Wir müssen definieren, was soll Europa in 10, 20, 30 Jahren sein. Also ich habe ein bisschen mehr als Nachbarschaft angesprochen. Herr Fasselabend, haben Österreich und Slowenien ihre Potenziale zur Zusammenarbeit auch auf europäischer Ebene wirklich voll ausgenutzt? Ja, für mich hat es eigentlich bereits unmittelbar nach dem Freiheitskampf begonnen. Den wenigsten ist ja bewusst, dass der jetzige Staatspräsident damals die Streitkräfte angeführt hat. Janez Janša war kommend aus der Mladá Fronta, soviel ich weiß, soviel ich mich erinnern kann, eigentlich der Hauptakteur auf der militärischen Ebene im Freiheitskampf Sloweniens. Hat eine ganz wichtige Rolle. Und wir hatten dann auch eine sehr enge Beziehung entwickelt, Informationen ausgetauscht. Ich kann mich noch genau erinnern, wie er eigentlich mir zum ersten Mal eine Karte überreicht hat, sozusagen eine von ihm selbst bzw. seinen Leuten gezeichnete Karte, wie Jugoslawien in der Zukunft ausschauen wird. Nämlich, wo man sehr früh gesehen hat, sozusagen, welche politischen Ziele hinter den militärischen Aktivitäten Milosevic gestanden sind. Und daraus hat sich eigentlich ein Verhältnis entwickelt. Man muss dazu sagen, Österreich hatte in der ersten Phase des Krieges in Slowenien natürlich eine sehr starke Funktion, auch das übrige Europa zu informieren. Die Leute wussten das nicht. Und wir hatten wirklich ganz hervorragende Informationen. Ich muss dazu sagen, ich selbst hätte die Leistungen des österreichischen Heeresnachrichtenamtes krass unterschätzt. Eigentlich erst in der Zeit ist mir bewusst geworden, bei einer Präsentation, und wir haben das natürlich täglich, sind wir das durchgegangen, wo man gesagt hat, okay, die Bilder, die CNN gezeichnet, vor 2 Stunden gezeigt hat, sind zwar Originalaufnahmen, aber sie stammen bereits aus einer Zeit vor 4 oder 5 Monaten. Die sind eingespielt, die tatsächliche Lage schaut so und so aus. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit auch zu einer Zusammenarbeit, ich sage das jetzt, Janez Janša ist ja dann Verteidigungsminister geworden, wie du Premierminister warst, zu einer intensiven Zusammenarbeit entwickelt, eben in der Beurteilung des Krieges, der zuerst in Kroatien und dann in Bosnien weitergegangen ist. Und wir haben dann gemeinsam eigentlich sehr häufig auch ganz Europa darüber informiert. Und wie wichtig das ist, möchte ich auch deshalb sagen, und ich glaube, dass es bei der Gelegenheit durchaus auch ganz entscheidend ist, auch noch einmal auf den Namen Alois Mock zurückzukommen. Ohne ihn würde es ein selbstständiges Slowenien wahrscheinlich nicht geben. Er war derjenige, der tatsächlich, ich sage das jetzt, Tag für Tag und Nacht für Nacht gearbeitet hat. Und er war derjenige, der die Information nicht nur für Genscher und Kohl vorbereitet hat, sondern der sie durchgeführt hat, tagtäglich, entweder in der Früh um 6 oder gegen Mitternacht hat er angerufen. Wenn um 11:30 das Telefon bei mir zu Hause geläutet hat, hat meine Frau gesagt, der Alois. Ich habe abgehoben und es hat geheißen Mock. Und er hat sich informiert über die letzte Lage und hat gleichzeitig auch berichtet sozusagen über seine Kontakte. Und das muss man ihm dazu sagen, er war nicht der Erste, der diese Beziehungen aufgebaut hat. Das war zweifellos Erhard Busseck. Aber er hat in seiner Zeit als Außenminister seine speziellen Kontakte, die er insbesondere nach Deutschland und nach Frankreich gehabt hat, hervorragendst genutzt und mit auch einem politischen Willen sozusagen versehen, der eigentlich erst zur Anerkennung geführt hat. Daher sage ich,
Zweifellos. Das Allerwichtigste war der Wille des slowenischen Volkes. Das war das Entscheidende. Ohne diesen Willen hätte es nichts gegeben. Aber die internationale Anerkennung auf der diplomatischen Seite, da muss man seinen Namen tatsächlich nennen. Und ja, um das vielleicht noch einmal zu sagen, das, was ich wirklich bewundert habe, jetzt im rein militärischen Sinn, dass es eben den regionalen Streitkräften, den Selbstverteidigungskräften in Slowenien gelungen ist, die jugoslawische Volksarmee, die ja eine der stärksten Armeen damals in Europa war, zumindest numerisch, so klar aus dem Feld zu schlagen. Und was das sozusagen ganz deutlich dokumentiert hat, war, dass eben auch der Wille, der dahinter steht, entscheidend ist. Nicht das Gerät, nicht die Menge, die Anzahl der Soldaten, sondern sozusagen die Überzeugung für das richtige Ziel, sich einzusetzen und zu kämpfen. Und das war vorhanden. Und das, was ich weiter in weiterer Folge sehr eindrucksvoll gelernt habe, muss ich dazu sagen, das war natürlich auch diese Unfähigkeit Europas, einen Krieg zu verhindern. Dass der Krieg in Slowenien und in Kroatien nicht zu verhindern war, ich sage das jetzt, das hat sich rasch entwickelt und man hat natürlich nicht von vornherein sagen können, wie sich das entwickeln wird und wie die zentrale Regierung reagiert und dass sie tatsächlich mit Waffengewalt reagiert. Aber nach Slowenien und Kroatien war es ganz klar, dass der nächste Fall Bosnien sein wird. Und jeder, der sich ausgekannt hat, hat gewusst, das ist ein derartig fragiles eine politische Entität. Wenn die zerstört ist, die kann man ja nicht wieder aufbauen. Das muss man wissen. Und wir sehen heute in Wirklichkeit die Konsequenzen daraus, wie schwierig oder wie fast unmöglich oder sogar unmöglich es ist, sozusagen diese Balance wiederherzustellen. Und das, was mich erschüttert hat, war, dass der ganze Kontinent gesehen hat, nicht? Denn der Krieg in Bosnien hat ja erst im April des nächsten Jahres begonnen, da war ein Dreivierteljahr dazwischen, da hätte man alle diplomatischen, politischen Mittel und selbst militärische Mittel einsetzen können, um das zu verhindern. Und wir waren nicht in der Lage, das zu tun. Und das, was mich wirklich erschüttert hat, war in meinem internationalen Maßstab, ist das ja trotz alledem sozusagen ein lokales Ereignis gewesen, nicht der große Krieg, wo man ungeheure Ressourcen benötigt hätte. Aber wir waren politisch nicht in der Lage, das zu verhindern. Und das hat eigentlich bei mir dann dazu geführt, auch für einen besonderen Einsatz sozusagen für eine Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit und der europäischen Autonomie oder wie immer man das bezeichnen möchte, sozusagen Krisenfälle entsprechend zu erledigen. Ja, und wenn wir davon ausgehen, sozusagen, wo sehe ich diese Gemeinsamkeit? Natürlich spielt sich das heute alles nicht mehr so im bilateralen Rahmen ab, wie das früher der Fall war, weil es eben auf der europäischen Ebene behandelt wird. Fast alle Fragen oder alle größeren Probleme, das ist das eine. Aber Österreich und Slowenien haben zweifellos nicht nur eine besondere Verantwortung, sondern auch eine besondere Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung in Südosteuropa. Und ich sage jetzt etwas, Janša hat erst vor kurzem einen sehr unkonventionellen Vorschlag über die zukünftige Entwicklung der Region gemacht. Ich würde meinen, man muss seine Worte und seinen Plan ernst nehmen. Dahinter verbirgt sich wesentlich mehr an Verständnis und Erfahrung, als das so gemeinhin angesehen wird. Ich sage das, ohne jetzt zu sagen, okay, das ist es oder was immer, aber ich sage, dass man über derartige Dinge diskutieren muss. Und ich komme da auf das zurück, was Petric vorhin angesprochen hat. Wenn etwas gelaufen ist,
dann ist es gelaufen. Und zu irgendeinem Zeitpunkt muss man auch Fakten zur Kenntnis nehmen. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Was ich jedenfalls sehe, ist, dass Österreich und Slowenien nicht nur besondere Möglichkeiten haben, sondern dass sie auch das Potenzial dazu haben, aufgrund der besonderen Kenntnisse, aufgrund der Wirtschaftsentwicklungen, aufgrund der besonderen Erfahrungen. Und das sollten wir versuchen einzubringen, das wäre meines. Wir haben gesehen, dass, ich sage das jetzt damals, junge Leute, die eigentlich gar nicht so im Zentrum der Politik gestanden sind, wie Leusche Peterle, einen Staat übernommen haben und eine vernünftige Politik gemacht haben. Und diese vernünftige Politik, die sollten wir gerne fortsetzen. Darf ich nur einen Satz zufügen, was Alois Mock betrifft? Also er war nicht nur Außenminister Österreichs mit großem Einfluss in der Welt, nicht nur in der Umgebung. Er war auch Präsident der Europäischen Demokratischen Union. Ich war Ministerpräsident von einem unanerkannten Staat. So hatte ich keine protokolläre Möglichkeit, mit anderen Ministerpräsidenten zu sprechen oder sie zu besuchen. Aber auf der Parteiebene hatte ich die Möglichkeit, mit Chirac, John Major, Helmut Kohl und so weiter hier oder dort die Dinge zu diskutieren auf der gleichen Ebene. Und durch diese Beziehungen, wir waren die erste slowenische Partei, die Mitgliedschaft erreicht hat in der Europäischen Demokratischen Union und in der Europäischen EUCD. IDEO, International Demokratisch. Und durch diese Möglichkeiten oder Kanäle haben wir sehr viel erreicht. Und es stimmt, was du gesagt hast. Der ehemalige Kommissar Van der Broek hat mir gesagt, er hat um Mitternacht, um 12:00, hat er meine Frau angerufen. Du sollst sofort deinen Mann aufwecken. Und also er hat Tag und Nacht gearbeitet. Das stimmt. Frau Schkoff, Sie haben in Ihrer Tätigkeit das aus unterschiedlichen Blickwinkeln wahrgenommen, die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Slowenien und auch wie weit es da mit dem europäischen Geist ist. Wir haben da jetzt sehr viele positive Worte gehört. Können Sie da vielleicht das ein bisschen relativieren? Danke. Ja, zunächst muss ich auf jeden Fall sagen, dass die Unabhängigkeit Sloweniens und dass ich diese Zeit miterleben durfte, mit Sicherheit auch meine berufliche und meinen beruflichen Werdegang beeinflusst hat. Ich bin heute ja Rechtsanwältin zugelassen in Österreich und Slowenien. Das heißt, sehr viel im Bereich des Europarechts, mache sehr viel Europarecht. Und sozusagen all das, was Sie jetzt, was wichtig ist, wo die Diplomatie, wo die Politik ganz wichtig ist, wo sozusagen diese großen Konzepte verabschiedet werden und festgelegt werden, mit diesen Sprichgesetzen, mit diesen Sachen beschäftigen wir uns als Anwälte tagtäglich. Und ja, und das ist eigentlich schon sehr interessant, wenn man das sieht. Der Herr Dr. Busek hat gesagt, die Slowenen sollen sozusagen in ihrer Gesetzgebung ein bisschen lockerer werden. Also auch der österreichische Gesetzgeber, Herr Dr. Busek, ist da echt nicht, steht um keines nach. Und die Formalismen, ich werde noch ein paar erwähnen, also wo Österreich da auch sich von der nicht besten Seite sozusagen zeigt. Aber wie sozusagen diese Politik oder politischen Entscheidungen dann in der praktischen rechtlichen Welt dann ausschaut, weil wir setzen uns ja mit dem tagtäglich auseinander, auch wenn wir sozusagen die Fragen und die Nöte der Menschen sehen, die in dieser Region sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist eine Region, wenn wir von Klagenfurt, ich ziehe immer gern einen Radius und einen Kreis, und zwar von Klagenfurt aus, 320 Kilometer, da sind wir auf der einen Seite in Wien und auf der anderen Seite haben wir bis Bosnien runter, wir kommen bis Venedig und fast drauf in den bayerischen Raum. Das ist eine Region, wo wir zumindest 6 Jurisdiktionen haben. Das heißt, wir haben unglaublich viele Rechtsbereiche oder Rechtsjurisdiktionen, natürlich das Ganze überbaut mit dem Europarecht, und das Europarecht ist natürlich der gemeinsame Nenner in dieser Region.
sozusagen. Aber was man auf jeden Fall sehen kann, und das muss ich schon sagen, ist, wie mit diesem Europarecht umgegangen wird. Also ganz besonders im Verhältnis zwischen Österreich und Slowenien. Bei Slowenien kann ich sagen, dass Slowenien, gerade was die Umsetzung betrifft, sehr genau ist und den Acquis sehr genau umsetzt und also manchmal würde man fast sagen, fast zu genau. Im Gegensatz dazu sieht man bei Österreich ganz klar, also dass hier schon sehr nationalistische Interessen auch mitspielen, Stichwort LSDPG, Dienstleistungsfreiheit. Wenn man zum Beispiel, also ich habe selbst sehr viele Unternehmen begleitet, die in Slowenien damals geschäftlich tätig waren und auch ihre Subunternehmer und Unternehmen mitgebracht haben, als sie ihre Geschäftslokale im Sinne der Corporate Identity ausgestattet haben. Das war vom Bodenleger bis zum Maler sind die dann sozusagen mitgekommen und es war unglaublich einfach in Slowenien Dienstleistungen zu erbringen, hinfahren, Leistungen zu erbringen und wieder nach Hause zu gehen. In umgekehrter Richtung nach Österreich, wir kennen das ja alles aus den Medien, das wird unter diesem edlen Wort Lohn- und Sozialdumping debattiert, ist das Ganze so kompliziert und ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Das sieht so aus, wenn die Berliner Philharmoniker nach Österreich kommen oder die Laibacher Philharmoniker, das sind alles Berufsmusiker, die sind alles angestellt außerhalb einer Tournee, müssen die unglaublich viel bürokratischen Aufwand sozusagen machen und letztlich sogar die gesamte Lohnbuchhaltung mitnehmen. Also hier ist Österreich wirklich, hier ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben, dass man hier wirklich diesen gemeinsamen Markt sozusagen irgendwie, dass dieser wirklich zu leben beginnt. Und man muss auch sagen, wieso ist dieser gemeinsame Markt so wichtig, nämlich für jeden Einzelnen. Es in Europa oder in unserer Region, wir haben nicht nur große Unternehmen, wir haben ganz, ganz, ganz viele kleine Unternehmen, kleine und Mittelunternehmen, die können sich nicht einfach so eine Niederlassung in einem anderen Mitgliedsland leisten und ich weiß nicht, mit vielen Strukturen und so weiter, sondern die brauchen einfach eine gewisse Flexibilität und deshalb sagt man nicht zu Unrecht, die Dienstleistungsfreiheit ist die, der Binnenmarkt des kleinen Mannes. Und ich glaube hier schon, dass wir hier sehr viel noch, also gerade Österreich noch ziemlich viel Luft nach oben hat. Oder zum Beispiel ein anderer Bereich, Berufsqualifikationsanerkennungen. Das sind so Themen, mit denen wir uns in der Praxis tagtäglich auseinandersetzen und die für die Menschen sehr wichtig sind. Aus Slowenien pendeln sehr tagtäglich 15.000 Menschen nach Österreich. Die sind beschäftigt hier in der Gesundheitspflege, Krankenschwestern, Facharbeitern. Und die müssen natürlich ihre Berufsqualifikationen in Österreich anerkennen lassen, damit sie auch entsprechend und adäquat eingestuft werden in einem Kollektivvertrag und entsprechend diese Tätigkeit ausüben können, sozusagen über den Arbeitsvertrag abschließen können. Und hier sehen wir schon in der Praxis einfach das, dass vor allem Berufsqualifikationen, die noch in Jugoslawien erworben wurden, einfach nicht als Krankenschwester zum Beispiel anerkannt werden, sondern als Pflegeassistentin. Es ist eine niedrigere Qualifikation. Argumentiert wird das ja, weil die Curricula nicht zusammenpassen. Das ist insofern ein bisschen ein Problem, wenn dann sozusagen das österreichische Ministerium mit dem argumentiert, die Curricula passen nicht zusammen. Jede Ausbildungsstätte hat einen eigenen Schwerpunkt. Und da sieht man wieder, wie wichtig Europa ist und das Zusammenwachsen in Europa, dass eben gerade diese Grenzen keine Rolle mehr spielen müssen. Und wie sich das Recht und sozusagen diese Themen, die diesen rechtlichen Bereich im Laufe der Zeit beschäftigt haben, also vor der Unabhängigkeit, hat man jedem Richter erklären müssen, wenn man zu Gerichtern gekommen ist. Es gab dann ja schon Unternehmen, die auch jugoslawische Unternehmen, die auch im Westen geschäftlich tätig waren und es gab dann halt auch immer wieder Rechtsstreitigkeiten. Und da musste man jeden Richter erst erklären, ob diese Person, die dort als Kläger, Beklagter sitzt, überhaupt rechtsfähig ist.
ist. Weil die waren dann die sogenannten Toast und Soest, das war die sozialistische Aktiengesellschaft und die sozialistische GmbH, aber man hatte überhaupt kein Verständnis dafür, was das ist. Ist das eine juristische Person, kann sie Rechte aufnehmen oder kann sie nicht Rechte haben? All das ist natürlich heute auf europäischer Ebene geregelt und das ist überhaupt kein Thema mehr für alle, die es interessiert. Wir haben, unsere Kanzlei hat ja sehr viel in diesem Bereich gearbeitet und sehr viele konkrete Fragen von Menschen, Unternehmen begleitet im Laufe dieser Zeit. Wir haben eine Festschrift letztes Jahr herausgegeben mit juristischen Fragen oder über juristische Fragen, die sozusagen unsere Kanzlei und das praktische Leben in dieser Region in den letzten 40 Jahren tagtäglich sozusagen beschäftigt hat. Gibt auch einige interessante Anekdoten da drinnen, sehr gerne zum Nachlesen. Zusammenfassend kann man einfach sagen, also es ist heute auf jeden Fall das Europarecht das dominante Thema und das wichtige Thema in diesem Bereich. Es geht nicht mehr nur noch darum, zum Beispiel Sozialversicherungsfragen auf bilateraler Ebene mit Staatsvertrag sozusagen zu klären, sondern das ist europarechtlich geregelt. Und wir alle, die wir das tagtäglich leben, wir denken darüber gar nicht mehr nach. Also ich glaube, man soll sich da schon vergegenwärtigen, zum Beispiel im Sozialversicherungsrecht. Das ist heute auf europäischer Ebene geregelt. Wenn Sie einen Arzt in Frankreich brauchen, weil Sie dringende medizinische Leistungen benötigen, gehen Sie dorthin mit Ihrer Sozialversicherungskarte, das wird im Hintergrund abgerechnet und man denkt überhaupt nicht mehr darüber nach. Also es werden all diese praktischen Dinge, die wir so lieb gewonnen haben und die wir so schätzen, das ist einfach ein Ausfluss des gemeinsamen Europas und das macht halt einfach auch das Zusammenleben oder stärkt diese Region. Natürlich gibt es hier noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben, sehr viel könnte hier gerade im konkreten Bereich, weil im konkreten Bereich sieht man dann ja, wo dann wirklich die Probleme liegen. Hier gibt es noch sehr viel, aber also ganz sicher kann man sagen, dass sozusagen heute das Europarecht hier dominiert und die gemeinsamen Ansichten sozusagen. Herr Buseck, vor 30 Jahren gab es idealistische Politiker, so wie Sie und den Herrn Peterle oder auch den Herrn Mock, der schon erwähnt worden ist. Heute gibt es in Österreich und in Slowenien die Bergkameradschaft zwischen Sebastian Kurz und Janez Janša. Was fällt Ihnen da ein, wenn Sie da den Vergleich ziehen zwischen diesen beiden Politikergenerationen? Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen sage, die Darstellung des Bildes, das Sie jetzt gewählt haben, ist eine typische Medienartweise auf die Dinge zugehen. Ich bin da eher der Meinung, dass man sich darauf konzentrieren muss, welche Probleme haben wir zwischen Slowenien und Österreich und welche Probleme haben wir nicht. Und was müssen die gemeinsamen Ziele sein? Wo sie das ausmachen, ist mir völlig wurscht. Das hängt von der Gegend ab. Es gibt Gegenden, wo es sehr gut ist, wenn Sie in den Bierkeller gehen. Das ist ein bisschen da nördlich von uns in Österreich der Fall. Oder Sie gehen irgendwo in einen Weinkeller oder sonst irgendetwas. Also die Ausdrucksformen halte ich nicht für wichtig. Es ist für Medien wichtig, weil das ist ein bisschen bunter und da wird dann irgendwas vermutet. Aber entbehrt, verzeihen Sie, diese herbe Kritik des Inhalts. Eine Bitte an die Medien, wieder einmal stärker inhaltlich zu werden. Da gibt es ein ganz, ganz großes Defizit. Aber das nur nebenbei. Und da gehe ich aber jetzt auf das Inhaltliche an sich. Die Probleme, die wir zwischen Slowenien und Österreich haben, sind meines Erachtens noch nicht sehr groß. Gut für Botschaften, dass sie nicht zu überbeschäftigt sind, würde ich hier sagen. Aber ist auch ein Zeichen einer Annäherung. Ein bisschen gehe ich auf diese Rechtsfragen ein. Also, verehrte Kollegin, ich habe mit dem Jose Menzinger zu tun gehabt, stellvertretender Ministerpräsident in der ersten Runde des unabhängigen Sloweniens. Ja. Meine Debatte mit ihm war eine äußerst schwierige. Er hat mir klipp und klar gesagt, die slowenische Wirtschaft ist so stark, wir gehen überall hin, wir haben Korenje und so weiter. Und dann gesagt, wie ist das, wenn die österreichische Wirtschaft kommt? Nein, die brauchen wir nicht, die muss draußen bleiben. Und da haben Sie einige Sektoren, wo das auch sehr konsequent verfolgt wurde. Verfolgen Sie die Versuche österreichischer Banken in Slowenien zu landen? Können Sie mal eine sagen? Sind alle hinausgeflogen oder gescheitert mit der Mariborska und dergleichen mehr? Das sind ganz eigene Geschichten.
da ist schon etwas verhindert worden und da ist die Offenheit nicht da. Sie haben recht mit den berufsrechtlichen Dingen, das ist außer Frage. Aber das ist ein generelles Problem, da sage ich Ihnen, wo die Schwierigkeit liegt. Die liegt in den Berufsvertretungen der diversen Sparten und in den Gewerkschaften auch wieder. Das sind Schutzmechanismen, die hier in Wirklichkeit aufgebaut sind und ein großes politisches Problem sind. Ich danke für Ihren Optimismus, was Europarecht betrifft. Das ist sehr gut, wenn wir ja stärkere europarechtliche Ordnungen kriegen, die wir ja zum Teil in Wirklichkeit noch nicht haben. Da sind wir ganz beachtlich weit entfernt. Ich möchte aber mehr in das generell Politische hier gehen. Ich bedauere immer wieder, dass der Gedanke, die Visegrad-Gruppe um Slowenien und Österreich zu erweitern, nicht passiert ist. Und ich glaube, wir müssen auch ernst nachdenken, die Slowenen und die Österreicher, warum es Staaten innerhalb der Visegrad-Gruppe gibt, die massiv dagegen sind. Die Polen sind gegen jede Erweiterung hier. Inwieweit es die anderen auch sind, bei den Polen war es dezidiert, ich sage mal das ganz offen, weil die eine andere Perspektive haben. Sie gehören ins Weimarer Dreieck zwischen Frankreich, Deutschland und Polen, weil sie eben so groß sind. Ne? Das ist immer die Einbildung, jeder europäische Staat ist so riesengroß, dass er gar nicht sich einem anderen zuordnen kann. In Wahrheit ist dieses Europa, und das ist jetzt mein Thema, auf das ich eingehen möchte, herzlich klein. Und darüber muss nachgedacht werden, wie wir die Kraft Europas hier in Wirklichkeit erhalten. Die ist nämlich eigentlich gefährdet. Und die Diskussion gibt es zu wenig. Die gibt es zu wenig in Slowenien, die gibt es zu wenig in Österreich und sonst noch wo. Wir betonen immer, und wann immer das Fernsehen auftritt, haben wir wieder irgendwo schon wieder die Besten. Ich glaube, wir müssen nachdenken, wo sind wir nicht die Besten und was müssen wir tun, um hier schlicht und einfach besser zu werden. Und da haben wir ein gemeinsames Interesse zwischen Slowenien und Österreich, wo ich immer versuche, Mitglieder der österreichischen Bundesregierung da ein bisschen zu ermahnen. Wir Österreicher und die Slowenen, ein kleines Stück mehr noch, sind in der Nähe einer weichen Flanke Europas. Und das ist mit Sicherheit der Balkan oder Südosteuropa oder Westbalkanstaaten oder wie immer Sie dazu sagen wollen. Ich meine, dieser Namenstreit, wie was heißt, ist ja an sich schon idiotisch, muss man in Wirklichkeit sagen. Das verändert nämlich nicht die Geografie, sondern trägt eher zur Unverständlichkeit bei für das breite Publikum. Und hier muss man in Wirklichkeit sagen, da sind Entwicklungen zu beobachten in Richtung China, ganz anders russische Politik aber auch, oder Türkei, die man nicht unterschätzen sollte und die uns, glaube ich, gemeinsam hier interessieren müssten. Ich bin alles andere als auch kein europäischer Nationalist in dem Sinn. Das wäre in Wirklichkeit ein Unsinn. Aber da sind dann schon Veränderungen da und Einflüsse da, die problematisch sind. Die Montenegriner erleben das gerade in einer nicht angenehmen Weise hier. Und das muss man ja ganz nüchtern hier einkalkulieren. Und das müsste eigentlich das gemeinsame Interesse sein. Hier würde ich mir mehr Gemeinsamkeiten zwischen der slowenischen und der österreichischen Regierung wünschen. Ich kritisiere nicht die slowenische Regierung, ich kritisiere auch die österreichische Regierung in dieser Richtung, denn da ist im Moment nicht sehr viel um die Wege. Wir diskutieren alle möglichen Fragen, also sozusagen, wie schrecklich die Ungarn und was ist mit den Polen, da gibt es Probleme, das muss man überhaupt nicht ausschließen, aber die vorher genannten Fragen sind in Wirklichkeit die wichtigen. Und da hoffe ich, dass die slowenische Regierung das tut und ich hoffe, dass die österreichische Regierung das tut. Also die Frage, ob die von der Leyen am Sofa sitzt oder am Sessel, ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, was in Wirklichkeit dahinter zum Ausdruck kommt. Und da, glaube ich, brauchen wir viel mehr Gemeinsamkeit, gerade der kleineren Staaten. Ich glaube, wir reden uns sehr gern davon aus, wir sind ja eh nur ein kleiner Staat, wenn wir in die Verantwortung gerufen werden. Ansonsten behaupten wir immer, dass wir riesengroß sind. Schlimmstenfalls sind wir eine weltführende Kulturnation. Das ist dann immer das Letzte, wo wir in Wirklichkeit sind. Und da, glaube ich, in die Richtung muss mehr geschehen. Das gibt mir einen Anknüpfungspunkt, über Kultur zu reden. Ich glaube, dass die Kulturentwicklung sehr gut ist, aber auch einer uralten Tradition entspricht. Ich war jetzt 25 Jahre lang Präsident des Gustav Mahler Jugendorchester.
Gustav Mahler war in Ljubljana in diesem Konzertsaal sehr oft sehr eindrucksvoll vertreten, zum Beispiel. Das sind die Dinge, die, glaube ich, gemeinsam stärker herausarbeiten müssten, was hier an Gemeinsamkeit existiert. Und die ist weitaus größer, als wir uns das eigentlich selber konfrontieren. Ich bewundere immer den Loise Wieser, der als erster ein europäisches Kochbuch herausgegeben hat. Dann können Sie lachen, typisch Österreicher oder Wiener, die denken immer nur ans Essen. Na, also da kommt schon auch einiges kulturell zum Ausdruck in diesen Gemeinsamkeiten. Und diese Dinge gehören ganz selbstverständlich hier unterstützt, was die Österreicher auch nicht immer hinreichend getan haben. Das weiß ich aus der Geschichte des Traber Verlages und wie die Verlagsnamen alle waren, wo der gute Loise herumgeschwommen ist. Also da, glaube ich, müsste die gemeinsame Richtung hier gehen. Sind wir froh, dass wir diese Zustände eines friedlichen, Nebeneinander oder Miteinander haben. Und die Frage, vom Nebeneinander zum Miteinander stärker zu kommen, ist eigentlich in Wirklichkeit unsere große Aufgabe, weil wir hier rückblickend trotz einer unterschiedlichen Geschichte unendlich viel Miteinander und Gemeinsames hier haben. Nicht nur den Radetzky bei Ihnen dort im Tivoli-Park oder so irgendetwas, sondern eine Menge andere Dinge. Es ist übrigens eine Leistung, dass Sie sich an den Radetzky erinnern. Wir haben schon mit Loego unsere Schwierigkeiten. Also da sind schon ganz beachtliche Unterschiedlichkeiten hier festzustellen. Ich glaube, in die Richtung müsste es gehen. Wobei mein tiefer Respekt Slowenien gehört, denn seit 30 Jahren verfügen sie Schritt um Schritt und immer mehr über sich selber. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache. Wir haben zum Glück das schon ein bisschen enger mit allen Schwierigkeiten der Geschichte, tun uns aber auch nach wie vor sehr schwer. Und hier, glaube ich, wäre es das Interesse, die Frage des kleineren Staates in seinem Beitrag zum Größeren eindeutig zu sehen. Und ich glaube, dass die Kleineren mehr Mobilität und mehr Fantasie haben könnten, stärker auf das Gemeinsame eigentlich zu gehen. In dem Sinn verstehe ich die 30 Jahre unabhängiger Slowenien als eine Aufforderung in diese Richtung. Wir sind leider schon weit über die Zeit, deswegen würde ich Sie, Herr Petritsch, bitten, vielleicht auch ein bisschen den Blick abschließend in die Zukunft zu wenden. Ich habe es ja vorher schon kurz angedeutet, die beiden Regierungschefs von Österreich und Slowenien haben ja derzeit in Europa nicht gerade die beste Presse. Wie kann man aus dieser Situation rauskommen? Was wünschen Sie sich? Wie sollen sich Österreich und Slowenien in Zukunft in Europa präsentieren? Naja, was sich da abspielt seit einigen Jahren in der Europäischen Union, ist, glaube ich, etwas, wofür wir viel zu wenig Aufmerksamkeit gewinnen bei den Menschen. Und zwar geht es hier um zwei Vorstellungen, Entwürfe für diese Europäische Union und für die Zukunft der Europäischen Union. Der erste sozusagen traditionelle Entwurf einer liberalen Demokratie westeuropäischer, westlicher Prägung wird seit etlichen Jahren konterkariert von einer, da gibt es halt den Namen von Polen, wurden schon genannt, Ungarn und jetzt durchaus auch in Slowenien diese Trends und Tendenzen, wo so etwas wie ein neonationalistisches, autoritäres Europa vorgestellt wird. Und das halte ich für das große Problem und das sollte viel stärker und offener angesprochen werden. Ich glaube, dass dieses gemeinsame Bergsteigen oder so, das sind symbolische Handlungen, wo aber schon mehr dahinter steckt. Ja? Dass man in der europäischen christlichen Partei sehr lang gebraucht hat, um hier einmal ein deutliches Signal zu senden, sagen, pass auf, so geht das nicht, lieber Freund in Budapest, ja, halte ich für sehr wichtig. Mit einem Dialog, mit dem fortgesetzten Dialog, mit dem fortgesetzten Engagement, gerade wenn wir über Nachbarn reden, ist es sehr wichtig und muss gemacht werden.
Aber wenn bestimmte Grenzen und Grundsätze einfach nicht mehr beachtet werden, dann ist es notwendig, dass man hier das auch ausspricht. Ich glaube, dass wir in Europa, und da spreche ich jetzt irgendwo als Diplomat, wo man immer sagt, ja, das ist so typisch diplomatisch, der redet nicht, was er meint und so, hier müsste viel deutlicher gesprochen werden. Das ist meine wirkliche Überzeugung, weil da geht es wirklich ans Eingemachte. Ich glaube, wenn wir hier im Zusammenhang mit diesem Konzept einer liberalen Demokratie, die auch in die Jahre gekommen ist, wo man vieles erneuern müsste, wo man vieles hinterfragen müsste, wenn in Wien 30% nicht mitwählen, mitbestimmen können bei Wahlen, ist das ein riesengroßes Problem. Wenn in der Europäischen Union sich Bürgerinnen und Bürger nicht so äußern können, wie es notwendig wäre, ist das ein riesengroßes Problem. Wenn zwischen Kommission und Rat eigentlich so etwas wie ein Match zwischen Nationalstaat und übernationaler Idee ausgetragen wird, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Nur Sonntagsreden zu halten und sagen, wir wollen ein gemeinsames Europa und wir wollen alles tun, damit das passiert. Und dann im Konkreten passiert aber nichts. Ja? Da komme ich auf Sie zu mit dem Problem, in dem sozusagen, wie die Gesetze abgestimmt werden in der Region. Das ist eben das Problem, wenn man, wie in Österreich, Subsidiarität auf ein Podest stellt. Was ist passiert in Österreich, seit wir im Regierungsprogramm den Begriff Subsidiarität drin haben? Welche konkreten Vorstellungen, Vorschläge sind da gekommen? Nichts ist da gekommen. Und dort wäre der Ansatz zum Beispiel sagen, wie kommen wir hier mit Slowenien, mit Italien, mit dem, in dem Raum, wo sich ja der Großteil des, erstens einmal des Lebens, aber auch des, der Wirtschaft abspielt, auch der Kultur. Ich halte das, und du hast den Loise Wieser erwähnt, der liegt mir natürlich immer auf der Zunge, wie hier auch sozusagen von den Rändern einer Kultur Impulse gesetzt werden, die im Zentrum, im slowenischen Zentrum sehr wirken. Dass wir in der Europäischen Union, und das habe ich in Kärnten bei diesem Festakt gesagt, die slowenische Sprache eine offizielle europäische Sprache geworden ist. Ich kann mich erinnern, meiner Kindheit, wo gesagt, na was, lernst du Slowenisch? Das ist sinnlos, brauchst du nicht, lern lieber Englisch. Ja? Also schon vom Praktischen her hat sich da was geändert. Ja? Und da steckt auch die ursprüngliche Stärke der Europäischen Union drinnen. Die war nie gerichtet auf den Nationalismus des Einzelnen und der Einzelnen, sondern die war immer gerichtet auf das, was uns gemeinsam macht. Und die Anerkennung gerade von kleineren Sprachen, von kleineren Staaten und so weiter, das ist, was dieses Europa ausmacht. Und da müssen wir ungemein aufpassen, in Slowenien wie auch in Österreich, ja, dass wir hier nicht zu kurz denken. Ja. Hier müssen wir europäisch denken. Und das halte ich für ganz, ganz entscheidend. Und das stärker in den Vordergrund zu bringen, dafür sind kleinere Staaten vielleicht sogar besser geeignet als größere, weil die Größeren, der Erhard hat es erwähnt, ja, die kommen schon irgendwie zurecht. Obwohl das aus Peking betrachtet, das, was wir aufführen, alles nur eine Lächerlichkeit ist. Leider. Ja. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber trotzdem, ich glaube, wenn wir versuchen, dieses Bewusstsein, auch dieses Denken über große Räume hinweg stärker in den Mittelpunkt zu bringen, dann brauchen wir keine Angst haben, dass wir da von den Chinesen überrollt werden. Weil wir dieses Europa etwas hat, wenn es gemeinsam ist, ich glaube, das ist das wirklich Entscheidende. Und das ist wirklich, was auch die Xenia gesagt hat, Sloga je moč, ja. Europska Sloga je moč. Das ist die wirkliche Stärke Europas, ist, wenn wir hier dieses geistige Europa, dieses kulturelle haben, und da gehört dann das Technologische und die Innovation und so weiter, kommt dann von selbst, aber die braucht eine kulturelle Grundlage. Voilà. Dann danke ich Ihnen hier im Saal und auch zu Hause recht herzlich für die Aufmerksamkeit und Ihnen für die spannenden Beiträge. Und wir können uns ja draußen noch beim Empfang unsere Diskussionen fortsetzen. Dankeschön. Okay.